Wir haben ein paar Hot Takes formuliert. Hot Takes, muss ich vielleicht noch erklären. Ja, genau. Das sind solche Meinungen oder auch Previews, die wir haben über die Saison, über einzelne Spieler oder Mannschaften, wo vielleicht die Allgemeinheit nicht einverstanden ist damit. Mhm. Zum Beispiel ein grosser Hot Take von mir war mal, dass der Lionel Messi mal bei United landet. Alle haben gesagt, es wird nicht stimmen und es ist dann nicht passiert, darum ist es ein wahrer Hot Take. Mhm. Und wir haben jetzt je drei dabei. Mehr oder weniger könnte man dadurch auch einen Shitstorm auslösen. Ja. Und darum will ich ja gerade als erstes dir das Wort übergeben mit dir zu deinem ersten Hot Take. Danke. Ich fange an mit meinem Hot Take. Ist Lausanne Sport hat überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun. Im Gegenteil, nach 33 Runden enden sie in der Champions Group und spielen um die europäischen Plätze. Das ist wirklich ein riesen Hot Take. Vor allem finde ich, wenn man die anderen Mannschaften anschaut, die sicher auch um die Top 6 Plätze kämpfen. Mhm. Ich finde so, Lausanne Sport kann es schaffen, aber was ich eher schwieriger finde, ist, welche Mannschaft schafft es dann nicht. Ja. Von den restlichen, mhm. von der, oder welche Mannschaft rutscht dann eins runter. Aber es ist sicher ein wahrer Hot Take. Das ist wirklich ein guter. Danke. Over to you. Ich habe einen. Mhm. Das ist ein wahrer Hot Take. Ja. Und das ist so ein, wirklich etwas, was ich gerne einfach. Ich mache es gerne, einfach die Mannschaft zu haten. Mhm. Und darum FC Basel. Ja. Ich glaube, genau das Gegenteil, von was du jetzt gerade bei Lausanne Sport gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass der FC Basel nicht in die Top 6 schafft und auch nicht wird um die europäischen Plätze mitspielen und etwa auf dem 8. Platz endet Ende Saison. Sie werden also nicht mal in der Barrage oder in der unteren 6 auf den ersten Platz kommen. Ein wahrer Hot Take, FC Basel-Fans. Ich kann euch beruhigen, mindestens in meiner Prediction im Kopf sind ihr irgendwo oben dabei. Nächster Hot Take von meiner Seite. Ich habe mir so aufgeschrieben, aber ich uns noch ein bisschen umformulieren. Das einzige Team, das dieses Jahr IB challenged für den Titel, ist Servette Genève. Und ich tue es noch ein bisschen krasser formulieren. Wenn nicht IB Meister wird, dann Servette. Sehr geiles Statement. Das ist wirklich ein Statement. Aber fair, wir haben es besprochen, Servette richtig stabile Mannschaft mit einem guten Trainer. Kann natürlich passieren und letzte Saison sind sie auch nicht näher dran gewesen, aber gut gespielt. Mein zweiter Hot Take hängt von einem Spieler ab, nämlich vom Arden Yashari. Oh. Mein Hot Take ist, wenn der Yashari wieder für Luzern spielen wird die Saison, landet Luzern in der Top 3. Oh. Sie haben so gut eingekauft, ein Teddy Oku, ein Baller, schlechthin, ein Ademi. Nicht so ein Baller, wie Holzfuß, aber ich glaube, er wird auf seine 10 Saison Goal kommen. Kevin Spadanuda, so viel Erfahrung gesammelt auf Korsika. Ich glaube, das Gefüge, das Dreiergefüge, könnte vieles starten in der Innerschweiz. Und ich sehe sie wirklich auf einem Top 3 Platz in der Saison. Mein dritter und letzter Hot Take, bevor es nachher nochmal zu dir geht, für den Abschluss. Es geht auch um eine Person und es geht um einen Verein. Mein Hot Take ist, meine Prediction ist, weil bei keinem Verein das Erwartete und die Realität so krass weit auseinander sind. Der erste Trainer, der diese Saison entlassen wird, ist der Bruno Berner bei GC. Ja. Nicht, weil ich den Bruno Berner keinen guten Trainer finde, sondern weil Erwartung und Realität bei GC sehr weit auseinander sind. Sehe ich. Dann mein letzter, ist nicht so ein Hot Take, aber ich glaube, es könnte passieren, wenn die Sterne so eine gute Zusammenstellung haben. Nämlich, dass der FC Winterthur es ganz knapp könnte schaffen in Top 6. Geil. Aber ja, ich glaube nicht mehr mega fest daran, darum. Ich weiß nicht, wie fest das die FC Winti-Fans daran glauben. Aber ich könnte es irgendwie sehen kommen. Aber eben, vielleicht braucht es auch noch ein, zwei Transfer in der Verteidigung, damit man sich da so ein bisschen festigen kann. Ja, so viel zu einem riesen Roundup zur Super League inklusive unseren Hot Takes zu dieser Saison. Ich freue mich jetzt schon zum Ende der Saison zurückzuschauen.
und merken, dass wir mit gar nichts recht haben. Wie immer. wie immer eigentlich. Ich habe auch den Vinicius und den Rodrigo mal als Busts ausgerufen hier im Podcast, bevor der Vinicius nachher Ballon d'Or-würdige fast schon Saison gespielt hat. Ach, jetzt die Schweizer vielleicht!